Moin, meine Freunde, und willkommen zu einem neuen kleinen Abenteuer Medieval Dynasty. Wir haben heute sehr, sehr, sehr viel vor. Ja. Fangen wir mal vorne an. Meine Frau ist immer noch schwanger. Ich brauche sie. Ich brauche sie am Brunnen. Sie muss arbeiten. Egal, dann arbeite ich halt für zwei. Bin ich gewohnt. Leute, es gibt was Neues. Habt ihr es gesehen? Ein Holzfäller. Ich habe gesehen, dass wir viel zu wenig Holz herstellen. Zwei Holzfäller reichen langsam nicht. Wir haben mittlerweile so viele Häuser, dass die Holzfäller nicht mehr reichen. Und deswegen haben wir die Frühstücken zusammen und haben mich nicht eingeladen. Kameradenschweine. So ist das mit seinen Pächtern. Deswegen will ich kein Vermieter sein. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, neue Holzfäller, Leute. Wir haben hier neue Holzfäller, Leute. Und wir bauen eine neue Küche Stufe 2. Und ich habe mir überlegt, wir bauen die Küche hier hin. Das hier wird die Küche Stufe 2. Und den Lümmel da hinten, den reißen wir dann ab, um die Taverne zu bauen. Die da. Da kommt dann später die Taverne hin. Und guck mal, die frühstücken hier echt. Die frühstücken hier echt und die laden mich nicht ein, die Drecksäcke. Wo ist den Apfel, der Junge? Falimir, hast du ihn geklaut? Wir haben seit letztem Jahr schon keine Äpfel mehr. Die klauen das Zeug wie die Raben. Ich dachte immer, die wären hungrig. Dass das ein Hungrigzeichen ist, aber die klauen. Die bevorraten. Ja, ihr seid Lümmel. So. Die Gänse haben endlich ein größeres Feld. Und schlaf noch. Wir haben jetzt mittlerweile so viele Küken, das ist gut. Wir werden die Küken alle zu Gänse brauchen. Aber wir sind jetzt voll mit dem Stall. Deswegen will ich mir überlegen, ob wir zwei Gänse zum Ende der Jahreszeit verkaufen. Lass uns mal ganz kurz gucken. Weil wir passen nur mit 10 da rein. Die sind nämlich nagelneu. Wie ganz. Die wird nächstes Jahr aufstehen. Die wird dann zu einem... Achso, die werden bei 0,5 oder 0,75 zu Gänsen. Dann werden wir... Die drei Küken kommen ja bald. Dann werden wir die beiden hier verkaufen. Oh, ist das nicht mehr, dass das dann zur Jahreszeit verkauft wird? Ah, die werden dann sofort verkauft. Na gut. Nehmen wir noch einen Gänserisch. Ein Ganter. Okay. Lass mal sehen. Passt. Guck mal, wie hoch der Holzbedarf mittlerweile ist. Viel zu hart. Auch der Wasserbedarf, der ist sensationell hoch. Aber Nahrung ist runtergegangen. Das ist gut. Wir haben jetzt doch ein bisschen... Nee, das ist der Bedarf und das, was wir haben. Ja, das ist noch viel schlechter, als ich dachte. Aber Holz haben wir, das gut. Oh je. Okay. Gänse verkauft. Wieder ein bisschen Kohle. Genau, geht ja in die Arbeit, ihr Lümmel. Wir haben noch was Neues. Und zwar die Felder. Und wir müssen uns jetzt echt überlegen. Wir haben nicht mehr viel zu essen. Wir haben noch 32 Weizenkörner und wir haben jetzt die Wahl der Qual. Die Qual der Wahl. Ich habe hier vorne ein nagelneues riesiges Kohlfeld gemacht, um die letzten Kohlsamen, die wir haben, dort zu umzusetzen. Wir können hier noch ein Weizenfeld hinsetzen. Was gar nicht so blöd ist. Oder wir setzen noch ein großes Weizenfeld. Guck mal, wie schön der Hopfen gewachsen ist. Das sieht geil aus, oder? Oder wir setzen ein Feld hier hin. Mal hier ein bisschen Platz. Oh, die brauche ich. Weil daraus können wir Rührei mit Pilzen machen. Die machen wir gleich. Ich bin nämlich am Verhungern. Ich habe 18... ...18 Eier. Das heißt, ich brauche 18 Pilze. Ich glaube, wir haben noch ein paar in der Nahrungslager. Ich habe da vorhin welche gesammelt. Ah, hier. Den Rest können die dann so essen. Ich habe auch unsere Leute losgeschickt, Pilze zu sammeln. Weil diese Speichelmoscheln, da sammelt der so 80 Stück am Tag. Da kann ich zumindest 80 Leute schon mal mit ernähren. So. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das machen mit den Feldern.
Eventuell. Eventuell. Dann reißen wir das Stück Zaun ein. Dann machen wir hier nämlich einen Weg. Ungefähr so. Zweige will ich haben und die Steine. So. Oh. Und jetzt können wir ein großes Feld dahin machen. Und das machen wir auch. Wir werden ein großes Weizenfeld noch bauen. Wir werden jetzt viel Weizen brauchen, um daraus Mehl zu machen. Habe ich jetzt... Wir müssen nämlich Mehl herstellen. So, das sollte reichen, dass da noch ein Weg zwischen passt. Was meint ihr? Reicht das? 5x8? Wir können bis hierhin 5x10. Das ist eine schöne Zahl, machen wir. Guck mal, ich bin am Verhungern. So, dann haben wir jetzt auch unser Weizenfeld verbessert. Jetzt können wir nämlich hier dann schön den Zaun lang machen. Dann können wir später einen Zaun hier drum um die Felder machen. Sieht bestimmt cool aus. Hier müssen wir noch überlegen, was wir auf die Plantage bauen. Hinten würde ich sagen, setzen wir noch 3 Hopfen. Die sind nur schweinteuer. Ach ja, wir haben Geld. Durch den Bug letztens, der leider behoben wurde. Ich hätte kein Update machen sollen. Ah, wir haben jetzt genug Leute, jetzt können die hier arbeiten und die Felder fertig machen. Wir haben nicht so viel Kursamen, aber die kriegen dann, die haben 120 Dünger. Ich habe gestern 120 Dünger gemacht. Damit sollten die erstmal die Felder fertig kriegen. Die Leute hungern schon wieder, ich werde bescheuert. So. Ich brauche immer 3. 18 durch 3 sind 6. Bleibt sogar noch was für die armen Schlucker über. So. Aber wie schnell wir jetzt Essen und Trinken verloren haben. Ich war die am Tag davor noch komplett voll. Hab auch hier Wasser gesammelt. So, ja, schon mal. Durst nicht mehr. Haben schon 14 Speichelmorscheln gesammelt. Dann machen wir das jetzt ganz einfach. Wir sagen, der kann die Morscheln essen, dann verhungern die nicht so schnell. Ich habe die jetzt weggemacht, weil ich wollte Rührei mit Pilzen erstmal machen. Aber krass, für jedes Pilzrezept brauchst du andere Pilze. Für die Pilzsuppe, für die Morscheln mit Pilzen. Morscheln ist so bestimmt unter M. Ach, unter S. Priorität 74. Mal gucken. So, von den Prioritäten essen die also erst das Verdorbene. Echt jetzt? Die würden erst Verdorbenes essen? Ne. Macht doch gar keinen Sinn. Ach, ich Vollidiot. Ah, Priorität aufsteigend. Vielleicht fangen wir mal bei der 1 an. Also. Zuerst fangen die an, Kuchen zu essen. Hätte ich auch gemacht, ist so. Fleischtarter, lecker, 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 lecker. Flanbrot mit Zwiebeln, mache ich sehr gerne. Ihr wollt Flanbrot mit Zwiebeln sehen? Dann, Leute, folgt mir auf Discord. Oder auf, ja, auf Discord. Da habe ich ein paar Mal Flanbrot mit Zwiebeln gemacht, nach dem Rezept vom Medieval Dynasty Kochbuch. Und, ja, war lecker. So, ein letztes Mal werden wir in dieser Küche kochen. Und dann bauen wir daraus jetzt eine Küche 2. Dann, was haben wir noch heute vor? Wir haben endlich den Stall. Und er ging so weit schnell, dass wir sogar fast den Pferd schon machen können. Ich habe einen richtigen Booster bekommen. Frag mich nicht wie. Doch, ich weiß wie. Ich habe die Quest gemacht mit dem Holzfällen und sofort habe ich einen riesen Boost an Erfahrungspunkte gekriegt. Deswegen werden wir auch noch die 5 Wölfe jagen. Dann kriegen wir einen Boost ins Jagen. Ja, der knurrt, der Arme. So. Machen wir gerade schnell ein paar Rührei. Das geht schnell.
Was steht noch auf meiner To-Do? Wir haben ein neues Projekt. Ich mache ein paar Tipps und Tricks zu dem Spiel Might of Empire. Das Spiel habe ich mal angezockt und ich habe mich verliebt, obwohl das gar nicht so gut bewertet war. Ich fand das so toll. Ist leider ein japanisches oder chinesisches Spiel. Die Übersetzung ist echt miserabel. Aber kein Problem. Das wird noch besser übersetzt und wenn es übersetzt wird, dann werden die Leute anfangen es zu lieben. Und man könnte mal überlegen, ob man nicht vielleicht sogar hingeht und sagt, wir machen einen Community-Server auf. Oder wir machen eine Community-Gilde auf, wo ihr, wenn ihr Lust dazu habt, dann gemeinsam mit mir dieses Spiel spielen könnt. Als große Familie. So wie es sich für eine gute Community gehört. Ach, die haben das früher schon gefressen und schon haben die wieder Hunger. Gibt's nicht. Gibt's nicht! Die armen Leute, die sind so hungrig. Naja, was sollen wir machen? Ich will überlegen, ob wir die Miete schon mal uns zurücklegen. Wie viel ist das? Warte, wie viel war das? 4.500 oder sowas. Wir legen mal 4.500 weg. Oh je. Ah, geht schneller, gut. So, dann haben wir auch schon die Miete für nächstes Jahr, die Pacht, zur Seite gelegt. Wir haben noch 6.000 zur freien Verfügung. Küche. Wir werden Bretter brauchen. Da seht ihr, habe ich ganz viele gemacht. Ganz, ganz viele gemacht. Und wir werden ganz viele Holzstämme brauchen. Zufall, ich habe alle Holzstämme geholt. So. Küche. Danke, dass du für mich gekocht hast. Aber jetzt wird es Zeit, eure Lebensumstände ein bisschen zu verbessern. Außerdem kann ich so die Produktion auch ein bisschen ins Zentrum bringen. Mit dem Holzfäller im Zentrum und der Küche im Zentrum und der Schmiede im Zentrum kann ich schon mal die wichtigsten Sachen und der Näherei, die wichtigsten Sachen alle in Reichweite meines Lagerhauses machen. Boah, boah, viele Holzstämme. Und das ist schon mal ein Fortschritt. Aber warum machen wir ein besser isoliertes Dach und eine besser isolierte Wände, wenn wir sowieso eine Wand komplett offen haben? Da sollte man doch wenigstens eine Tür reinsetzen in die Küche. Boah, krass. Wie viel Bretter ich dafür brauche. Was ist das denn für ein Monster hier? Weil die das so verwinkelt haben. Ah, das ist eine Wand, okay. Und das sind zwei Wände, okay. Und das hier ist Holzstämme. Oh, krass. Wie, zum Glück habe ich so viele Ressourcen gesammelt. Hätte ich gar nicht gedacht. Und wenn wir noch einmal aufwachen, Freunde, dann sind auch die Feldfrüchte wieder fertig. So, wir brauchen 7. Bei dem anderen 7 sind ja nur noch. Ich nehme mal 20 mit. Hier brauche ich noch viele. So. Jetzt haben wir uns ein paar Holzstämme geholt und noch ein paar Bretter. Ich habe eure Rückmeldung gesehen. Okay. Es war tatsächlich auch noch Rückmeldung dafür da, dass man das aus Stein macht. Ich habe lange drüber nachgedacht. Warum mache ich die Holzbretter? Über die Holzbretter kannst du durchgucken. Wenn ich den Steinzaun mache, dann fehlt mir hier der untere Teil. Dann sehe ich zwar die schöne Ausblick, wenn kein Nebel da ist und kein Regen, aber ich sehe den ganzen unteren Teil nicht. Und die haben den Regen leiser gemacht, das ist so viel angenehmer, oder? Habt ihr gemerkt, dass es überhaupt angefangen hat zu regnen? Es ist nicht mehr so laut wie sonst, das ist gut. So.
Haben wir das auch schon, Freunde? Die haben endlich unsere Rufe und Schreie gehört. Oder wir haben mitgekriegt, wie sehr ich geweint habe. Und haben das zum Glück geändert. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Es ist ja wieder Wochenende, Zeit sich auszuruhen. Gestern habe ich mich auch schon ausgeruht. Eigentlich wollte ich gestern Abend mal vor die Tür, aber bei den aktuellen Corona-Zahlen weiß ich auch gar nicht, wie sinnvoll das ist, wenn man noch vor die Tür geht. Ich weiß nicht, was meint ihr? Wird es sich zum Ende des Jahres wieder Richtung Lockdown ziehen? Mein Bauchgefühl sagt, dass das gar nicht so weit weg ist. Vor allem jetzt mit der neuen Virusvariante. Aber egal, man hört jeden Tag so viel über Corona. Lass uns heute mal nicht darüber reden. Lass uns heute mal überlegen, wo wir nachher den Stall bauen für die nächste Folge. Oh, den Hammer habe ich vergessen. Seht ihr, wir haben noch Holzbolzen Stufe 1666. Ich habe noch schnell ein paar gebaut, bevor wir den Bug gefixt kriegen. Und zum Glück können die das nicht nachträglich machen. Steinspitzhacken Stufe 200%. Ist okay, kann ich mir leben. Die trage ich jetzt nur deswegen, weil ich will, dass sie kaputt geht. Ich mag es nicht, wenn da so eine Fackel mit 3% ist. So, Freunde. Das sollte jetzt fertig werden. Das sieht richtig schön aus mit dem Holz, oder? An dem Dach. Geilo! Komm, holen wir uns die Leute zurück. Die sollen da jetzt arbeiten. Wen nehmen wir alles? Der... Ja, ich sag's, wie es ist. Ich muss einen aus der Produktion rausnehmen. Und ich muss jetzt überlegen, aus der Näherei oder aus der Werkstatt. Ich habe aber die Werkstatt zu schätzen gelernt, weil... gerade wenn wir backen wollen, brauchen wir mehr Wasser. Und auch beim Essen. Und die ganzen Töpfe und Utensilien gehen kaputt. Und der baut jetzt immer so viel, dass wir ungefähr 5 Schüsseln und 2 Eimer pro Jahreszeit kriegen, pro Tag. Ein Eimer und 5 Schüsseln pro Tag kriegen. Sind mal 3 pro Jahreszeit. Und das ist genau so viel, wie wir momentan verbrauchen. Deswegen würde ich den da gerne drin lassen. Die Näherei. Da habe ich eh keine Ressourcen, weil momentan die Flachsfelder ausgesät worden sind. Dann nehme ich die aus der Näherei raus und wir setzen beide in die Küche 2. Einmal dich. Und einmal... Oh nein, die ist schwanger. Okay. Guck mal, 9. Jetzt können die viel besser produzieren. Die haben immer Eintöpfe gemacht. Wenn die aber 25 Eintöpfe pro Tag machen, wir haben nicht mehr so viel Karotten. Ich muss sie also umschulen. Wir haben noch ein bisschen Kohl. Ich hoffe, dass die Kohlsaat gut ausgeht. Deswegen habe ich das Kohlfeld verbessert. Wir werden langfristig auch auf Rührei und Pilzsuppe gehen. Machen wir auch. Wir werden auf Pilzsuppe gehen. Aber schön. Die werden jetzt auch schneller leveln. Das ist gut. Was wollte ich noch? Pilzsuppe, ne? So. 5 Pilzsuppen, 8 Kohlsuppen, 9 Eintöpfe. Fleisch haben wir mehr als genug. Vielleicht mache ich sonst auch Fleischbraten. Wir kriegen ja nächste Jahreszeit Zwiebeln. Oh, das ist eine gute Idee. Ich kann schon mal Fleisch braten.
Wenn wir jetzt Kohle und die Karotten, wenn wir die Karotten aufgebraucht haben. Das reicht noch für genau diesen Tag. Wir haben nämlich echt nichts mehr. Ich habe so viel gekocht, das ist der Wahnsinn. Wir haben nur noch 13 Karotten und 26 Kohl. Aber wir haben noch Pilze. Bevor der Aufnahme, also vor 20 Minuten, habe ich 30 Pilzsuppen gemacht, alle weg. 30 Kohlsuppen, alle weg. Wahnsinn. Aber, Freunde, ich habe neue Fertigkeiten bekommen. Und habe den Kastellan entwickelt. Damit kriegen wir jetzt weniger Essen und Holzbedarf. Und die Leute arbeiten schneller. Und das sind auch die beiden Punkte, die wir jetzt weiterentwickeln werden. Wir werden zuerst Kastellan zu Ende entwickeln. Und dann gehen wir auf inspirierende Rede und lassen die noch schneller arbeiten. Und dann gehen wir auf zuerst Verhandlungspartner mit besseren Preisen. Toshi, warum machst du nicht zuerst die Preise? Oh, ich habe keine Lust, jeden Tag zu kochen. Guck mal, wir haben 21 hungernde Leute. Das kann ich wohin damit. So, Freunde, überlegen wir uns, wo wir die Pferde hin platzieren. Was ich mir überlegt hatte. Das ist jetzt die Frage, gehen wir eher von oben oder von unten raus? Wir könnten den Stall hier vor die Tore setzen. Eigentlich wollten wir hier den Kuhstall machen. Vielleicht machen wir hier dann den Pferdestall. Und machen hier den Kuhstall hin. Das ginge auch. Dann kommt hier das Pferde, die Pferdekuppel hin. Ah, ich bin mir noch nicht so sicher. Was würdet ihr meinen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr getan hättet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge und bauen den Stall. Also, ich freue mich auf euch. Ich guck mal, was die Felder in der Zeit gemacht haben. Ob die noch Hilfe brauchen, damit wir diese Jahreszeit mit den Feldern fertig werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Toshi. Und ciao.